Es gibt im Bereich der Werkstoffprüfung einen zentralen Satz. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und die Firma Göwer kontrolliert in allen Bereichen, von klein bis groß und ganz groß. Dazu wurde jetzt im Maschinenpark eine Neuverpflichtung begrüßt. Eine 4-Säulen-Zugprüfmaschine. Willkommen im Team. Das ist eine 2-Meganewton-Zugprüfmaschine. Das ist eine Maschine, mit der man Proben zerreißen kann. Das ist also eine Zerreißprüfung. Und wir sind jetzt in der Lage, ganze Querschnitte von Stahlträgern oder auch von Blechproben für unsere Kunden als Full-Size-Probe zu prüfen. Diese Bilder hier deuten es schon an. So eine Maschine wird nicht mal eben vorbeigebracht. Transport und Positionierung sind logistische Herausforderungen. Die Maschine hat neben ihrer gigantischen Kraft auch gigantische Ausmaße. Sie wiegt 18 Tonnen und ist knapp 5 Meter hoch. Wie transportiert man so eine Maschine? Wo soll man beginnen? Am besten am Anfang. Das ThyssenKrupp-Gelände in Duisburg. Der Schwerlastkran deutet es schon an. Hier wird gleich etwas raus- und hochgezogen. Und da ist sie, die Zugprüfmaschine von Dynames, die hier noch darauf wartet, ihre Reise nach Essen zur Firma Göwert anzutreten und deshalb von den vertrauten Händen der Dynames-Mitarbeiter demontiert wird. Ja, die Maschine ist Baujahr 2006. Ich war bei der Aufstellung auch damals schon dabei. Als erstes wird die Hydraulik entnommen, die für die Entstehung der großen Kraft dieser Zugprüfmaschine verantwortlich ist. Ja, das sind ungefähr bei 200 Tonnen. Das ist natürlich schwer vorzustellen, aber man muss sich dann so 200 Kleinwagen vorstellen. Der Einsatzort der Maschine liegt bei ThyssenKrupp nicht direkt unter der Dachöffnung, sondern etwas versetzt. Somit müssen die Profis der Transportfirma die gleichen Herausforderungen bewältigen wie ihre Kollegen vor 16 Jahren. Die besondere Herausforderung ist da, dass sie noch ungefähr 1,20 Meter im Loch steht und wir die schräg ziehen müssen, weil die Öffnung im Dach versetzt ist. Das heißt, wir müssen die unten abfangen, damit die nicht hin und her schwingt, und die muss so weit zurückgebaut werden, weil wir nur begrenzt Platz haben im Dach. Dafür werden Kettenzüge installiert, die dem fliegenden Schwergewicht die notwendige Balance geben. Man muss ein bisschen, sage ich einfach mal, Respekt vor dem Gewicht haben, weil 16 Tonnen tun sehr weh, aber eine Tonne tut auch sehr weh. Kein Anstoßen, nicht einmal ein Anklopfen und auch kein Lackschaden. Der Dirigent auf dem Dach bringt das Transport- und Flugorchester in Gleichklang. Raus aus der Halle zum kurzen Zwischenstopp mit Umpositionierung. Denn die Maschine wird natürlich nicht stehend, sondern liegend transportiert. Dann geht es auf den Schwerlaster. Gut verzurrt und verpackt beginnt die Reise zur Firma Göwert. Der nächste Tag. Schwerlasttransport ist nichts für Langschläfer. Bis 6 Uhr muss der Kran von der Straße sein. Kurz danach wird aufgebaut. Jetzt beginnt die Rolle rückwärts. Abladen und verlagern. Von liegend zu stehend. Und dann geht es hoch zum letzten Akt. Und der hat wieder viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Denn auch hier ist die Einstiegsöffnung nicht allzu geräumig. Wieder geht es um Zentimeter und viel Erfahrung. Das ist immer ein ganz tolles Gefühl, wenn so eine Maschine endlich am Standort ist, weil auf dem Transport doch einiges passieren kann. Aber da wir hier mit einer ganz professionellen Mannschaft zusammengearbeitet haben, war das ein ganz erfolgreicher Tag heute. So also kam die neue Zugprüfmaschine der Firma Göwert von Duisburg nach Essen. Dort wird sie jetzt noch general überholt und steht dann für neue kraftvolle Aufgaben zur Verfügung.